Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier? Erstmal Mankey abschalten. Check das Video von gestern ab. Ich habe 100er Mankey endlich bekommen. Das heißt, den brauche ich nicht mehr zu jagen. Das ist mein Spiel. Wir loggen uns ein. Neuer Ladebildschirm. Sieht cool aus. Es gibt ein paar Bugs, dass das mit den Sternen nicht mehr funktioniert. Nach 100er suchen. Funktioniert momentan nicht. Aber hoffentlich demnächst, weil das war natürlich sehr praktisch. Ja. Jetzt gibt es halt nur noch Fritzelblitz, den brauchen wir noch shiny. Und Schnäppke, den brauchen wir noch shiny, zweimal. Männlich und weiblich. Und weiblich Hunderte. Wahrscheinlich haben wir jetzt Schnäppke. Oder halt Rocket Stops, da brauchen wir noch Labras und wohin genau. Schauen wir mal, was wir so machen, aber jetzt muss ich erstmal los, denn gleich fängt die Raid-Stunde an. Mein erster Verisian oder wie auch immer da heißt. Ich habe euch ein paar Sachen zu erzählen, Leute. Also erstmal. Füße. Füße. Seit heute Morgen, ich leg mal mein Handy weg, seit heute Morgen habe ich irgendwie hier so Schmerzen. Ich weiß echt nicht, woher die kommen. Und das Leine ist an beiden Füßen. Ich kann keine Treppen steigen, ich kann echt nur langsam gehen. Jetzt, wie mehr ich gehe, desto besser wird es, aber keine Ahnung, woher das kommt. Auf einmal heute Morgen war es da. Dann ein paar Sachen zum Spiel. Rocket-technisch kann man jetzt wieder schneller die Teams auswählen, was schon mal sehr nice ist. Aber, ich weiß nicht, ob es bei Rocket-Pokémon auch so ist. Jedes Mal, wenn man ein Pokémon fängt, okay, bei dem nicht. Aber, schaut's mal hier. Jedes Mal, wenn man ein Pokémon fängt, taucht das hier auf. Das nervt. Dann vorhin, als ich das Spiel gestartet habe, war mein Avatar einfach männlich. Nach einem Neustart war es wieder normal, aber vorhin war der einfach männlich. Die größte schlechte Nachricht, anscheinend wurde der Trick gefixt. Man kann nicht mehr mit einer Einladung, X-Raid-Einladung, mehrere Leute einladen. RIP. Alter, wie lange haben die das im Spiel gelassen? Das erste Mal, wo ich ein Video darüber gemacht hatte, hat das niemanden gejuckt. Beim zweiten Mal schon, weil da war Mewtwo in den X-Raids. Meine Truppe hatte das jetzt eigentlich sehr regelmäßig genutzt. Und für die ist es natürlich sehr schade, also für die und mich, also uns. Ich versuche noch ein paar Geschenke zu sammeln, bis die Raid-Stunde anfängt. Was ist los mit den Füßen, Alter? Falls ihr wisst, was ich habe, gerne unten in die Kommentare. Auf einmal heute Morgen, einfach so. Ich hole noch die zwei Mankey-Quests ab. Von gestern. Check das Video von gestern ab, da habe ich das 100er endlich bekommen. Aber ich hatte noch zwei im Stapel. Wir haben übrigens kein Shiny bekommen auf der 100er Jagd. Genau wie bei Pandya zuerst das 100er bekommen. Immer noch nicht. Yo Leute, was geht? Unser erster Viridium Raid. Raid schon hat angefangen, ihr hört am Gong, am Klingeln der Kirche. Ich habe jetzt keine Flug-Pokémon vorbereitet. Ich habe meine Rayquaza und Lavados nicht vorbereitet und TM drauf gemacht. Gar nichts gemacht. Außer gerade einen Glückstausch gemacht, den zeige ich euch noch. Ein neuer für die Sammlung, abgehakt. Ansonsten Glück sei angemacht. Denn heute steigen wieder ein paar Leute auf, auch wenn ich nicht mehr so viel habe. Und später schauen wir uns noch die anderen Raid-Bosse an. Ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Aber jetzt erstmal den hier. Ich habe gerne unten in Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr ein paar gemacht? Habt ihr bei der Raid-Stunde mitgemacht? Und habt ihr einen guten bekommen? Ich habe gerade nachgeschaut, was ein guter ist, aber ich habe es ehrlich gesagt direkt wieder vergessen. Mein Gehirn ist nicht wirklich da. So, schauen wir doch mal. Und 21,8 war es auf jeden Fall nicht. Ist besser als beim Clan. Ah, Wetterboost. Wetterboost habe ich eh nicht geschaut. Aha.
Was ist das? Okay, da haben wir ihn. So, Ben, wir müssen noch Geschenke aufmachen. Deckseintrag. Schauen wir mal. Unglaublich schlecht. Okay, weiter geht's. So Leute, der zweite und wahrscheinlich auch der letzte für heute. Ruhige Runde. Meine Füße bringen mich auch um. Das kann der Nahkampf. Okay. Down geht echt leicht. Kann ich nichts erzählen. Mein Hirn ist nicht da, Leute. Tut mir leid. Schauen wir uns einfach mal an, wie gut der hier ist. So. Genau dasselbe. 2 BP schlechter. Ja, okay. Toll. Jo, was geht, Leute? Ich nochmal. Zu später Stunde. Eigentlich hätte das Video irgendwann heute Mittag kommen sollen, aber da musste ich zum X-Raid. Der war um 13 Uhr, deswegen musste ich früh raus und dachte mir, irgendwann später schneide ich das Video. Kamen da ein paar andere Sachen dazwischen. Ich habe auch geschlafen, weil ich immer noch krank bin. Und jetzt haben wir fast 21 Uhr und ich drehe das Video jetzt erst zu Ende. Wir haben uns 2 von diesen 9 gegönnt. Ich glaube, einer ist nur drin geblieben. Aber an sich ist es mir ehrlich gesagt vollkommen egal, denn wir wissen alle, der kommt nochmal irgendwann in Shiny und dann können wir abgehen bis dahin. Bis dahin müsste ich eigentlich nicht mal einen einzigen machen. Und wenn es so weitergeht, werde ich auch nicht viele machen. Dennoch könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie es bei euch so lief, habt ihr ein paar gemacht, habt ihr einen guten gefangen. Meine nächste Rage-Stunde ist, glaube ich, der 25. oder so. Erster Weihnachtstag, also ich denke, da geht nicht so viel. Und dann übernächste Rage-Stunde könnte man schon noch mitnehmen. Auf jeden Fall noch die Sache mit meinem Fuß oder mit meinen Füßen. Weil gestern auf einmal aus dem Nichts kamen dann diese Schmerzen hier vorne. Also bei einem Fuß, beim linken ist es komplett weg, beim rechten zieht es noch ein bisschen, aber es geht wieder. Dennoch freue ich mich über eure Kommentare, was das sein könnte. Und vielleicht ist es ja was Ernstes und ich sollte es mir genau anschauen, auch wenn es eigentlich schon fast wieder weg ist. Naja Leute, das war's von mir. Ich packe noch ein anderes Video heute raus, denn es geht um das neue Buddy-System. Das ist auch seit gestern Abend draußen. Dementsprechend neues Thema sollte eigentlich auch noch heute kommen, damit wir hier auf dem Kanal nicht zu sehr hinterherhängen. Ich finde es ganz witzig. Könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben oder besser im nächsten Video. Yo, kleiner Einschnitt. Ich schneide gerade das Video und Murat hat gerade vor einer Minute das hier gepostet. Und zwar sind die Weihnachtsboxen da. Und es gibt 20 Pässe, 5 Super-Inkubatoren, 3 Sternstücke und 3 Glücksäuer. Also alles, was ich gebrauchen kann. Und ja, es wird gebunkert, es wird reingehauen. 20 Pässe, ich bin zufrieden. 5 Super-Inkubatoren nehme ich gerne extra mit. Glücksäuer kann ich. Wobei ja, jetzt in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Also bis vor kurzem konnte ich es noch gebrauchen, weil ich hatte ja das Ziel, jeden Monat 20 EP, 20 Millionen EP und sowas. Aber die Zeiten sind vorbei. Nur noch Glücksfreunde. Und 3 Sternstücke ist auf jeden Fall wenig, aber besser als 0. Weil man glaubt es kaum, aber ja, man kann echt zu wenige haben. Viele kenne ich, die kriegen die nie los. Die werden die nie los, aber ich habe immer Mangel. Seit einem gewissen Event, wo es die nicht mehr wirklich gibt, seitdem, also ich hatte auch einen Überschuss, ich hatte fast 200. Dann bei einem Event habe ich die weggehauen, hatte nicht mal mehr 50 oder so. Aber seitdem gab es die halt nicht mehr wirklich, nur noch so mit
3 Stück, 4 Stück, 2 Stück und sowas. Und sowas geht halt direkt weg, darauf kann man sich kein Vorrat aufbauen. Auf jeden Fall schreibt noch gerne unten in die Kommentare, was ihr von der Winterbox haltet. Das ist halt das Prinzip, was ich gesagt habe. Die machen alles schlecht und geben uns dann eine gute Box, die im Vergleich zu allem natürlich klasse ist, aber so, so klasse ist sie natürlich auch nicht. Aber hey, das Beste, was wir bekommen, also nehme ich gerne an. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.